So, liebe Fischerfreunde, recht herzlich willkommen aus unserem Indoor-Studio, hier bei mir in der Boris Kochschule, an dem denkwürdigen, an dem wunderbaren Tag der Fischerei, wo uns am Morgen dank Sonnenschein die Gelegenheit gegeben hat, um das Lager noch ein bisschen zu füllen. Und jetzt, wo es angefangen hat, schiffen am Nachmittag zum Interview, zum Lee, gehen wir rein und fangen an zu kochen. Recht herzlich willkommen, nicht nur von meiner Seite, sondern von meinem Gottvater auf Bruchfisch, der Mäcki Heller. Ich freue mich wahnsinnig, dass er da ist. Wir haben das letzte Mal haben wir draussen gekocht in meinem Bulli. Und da haben wir so einen, in Anlehnung an unser Süßwasser da, statt Trüschen, haben wir so eine nordische Suppe gemacht, so eine Solianka. Ich hoffe, ihr habt die probiert. Ihr habt zum Teil sehr gut Feedback bekommen, dass wir mal etwas anderes gemacht haben. Da hinten haben wir schon meine erste Maschine. Es war jetzt gleich noch ein bisschen heller gewesen, wie das wir gemeint haben. Ich hoffe, dass wir unserer Spur treu bleiben mit unserem Bruchfischkonzept, weil das steht über allem. Das ist das, was der Mäcki wirklich da am Rhein bei uns initiiert hat. Und wir machen heute, wie angekündigt, einen Alep-Burger, wir miteinander. Wir sind zwar gut organisiert, aber wir sind so organisiert, dass wir in unserem chaotischen Style probieren, den Burger zu machen. Das Programm sieht jetzt so aus, dass wir euch den Jingle zeigen, wo der Marco Graf, Graf Media, in verdankenswerter Art und Weise hat sich da eine Lebensgefahr begeben. Wie ein Stuntman ist er um uns umgekommen, wo wir am Fischen waren. Richtig eine coole Sache gemacht und professionell. Da sehe ich wieder, wie Amateur, dass wir die ersten zwei, drei haben. Wir werden immer besser. Herzlichen Dank. Wir werden euch zeigen, wie wir unsere Barben gefangen haben, unsere Alle gefischt haben am Rhein. Und zeigen euch dann auch noch, wie wir eben quasi Stuntman-mäßig unter erschwerten Bedingungen auf dem Rhein unseren Burger gemacht haben. Tönen aber hier bei uns so eins zu eins nachvollziehen. Habe ich alles gezeigt? Ja, wir können noch nachkochen. Von Anfang an. Marco hat einen wunderbaren Film noch über den Lebensraum von der Rauchfisch. Und mit dem würden wir jetzt gerade weiterfahren, mit dem Film über Rauchfisch. Die Schweiz und ihre Gewässer. Von wilden Bergbächen bis hin zu tiefen Seen, gemächlich fließenden Strömen. Unsere Heimat lässt nichts davon aus. Während der langen Reise des Wassers durchläuft es viele Stadien, zeigt dabei viele Gesichter, ändert fortlaufend sein Gemüt. Launisch und trügerisch wie einst die Mutter Natur selbst. Während seines langen Weges bietet es jedoch für viele Geschöpfe einen wertvollen Lebensraum und bildet damit die Grundlage eines funktionierenden Ökosystems. Ein System, das sich über Jahrmillionen bewährt hat, welches aber anfälliger denn je ist. Auch der Mensch profitiert seit jeher von den fischreichen Gewässern und nutzt diese Nahrungsquelle nur zu gerne aus. Doch die Zeiten des übermäßigen Fischreichtums scheinen sich zu wandeln. Die meisten Fischarten in unseren heimischen Gewässern bevorzugen jeweils einen bestimmten Gewässertypen als Lebensraum. Nur minimale Veränderungen wie die Verbauungen von Uferzonen, Wasserbelastungen oder jährlich steigende Temperaturen können diesen Fischarten bereits ernsthafte Schwierigkeiten bereiten. Als Hauptverursacher dieser Probleme muss der Mensch nun für einen nachhaltigen Umgang mit den noch vorhandenen Ressourcen sorgen. Doch welche Alternativen haben wir? Importe aus fernen Ländern oder gar radikaler Verzicht auf Fisch? Nicht alle Fischarten haben zu kämpfen. In den Tiefen der einheimischen Gewässern gibt es durchaus Fische, welche von den aktuellen Veränderungen profitieren. Die wärmeliebenden Weißfische, auch Ruchfische genannt, vermehren sich zurzeit besser denn je. Aufgrund ihres zwar wohlschmeckenden Fleisches, aber den reichlich vorhandenen Gräten bekamen sie bislang im kulinarischen Sinne nur wenig Beachtung. Zu aufwendig war die Verarbeitung. Einer von ihnen ist der Alet oder auch Döbel genannt. Als Allesfresser und dank seiner Anspruchslosigkeit kommt er in beinahe jedem Gewässer zurecht. Bäche, Flüsse, Seen, Kanäle sowie kleinere Teiche und Weiher zählen zu seinen bevorzugten Lebensräumen. Mit einer Endgröße von über 60 cm und einem Gewicht von bis zu 4 kg erreicht er eine stattliche Größe. Als Omnivor ernährt er sich hauptsächlich von pflanzlicher Kost.
erbeutet gelegentlich aber auch Jungfische und verschiedenste Insekten. Oft trifft man ihn in kleineren Gruppen im Freiwasser an. Nach 3 bis 4 Jahren wird der Alet geschlechtsreif. Die Weibchen legen in den Frühlingsmonaten rund 100.000 Eier ab, aus denen binnen weniger Tage die Jungfischlarven schlüpfen. Die jährlich steigenden Wassertemperaturen sind dabei ein großer Vorteil, treiben die Entwicklung der Laichkörner und der Larven an. Dank des neuen Ruchfischkonzeptes ist der Alet inzwischen ein fester Bestandteil in der einheimischen Fischküche. Die Zeiten des Überflusses in Hinsicht auf die Fischerei scheinen sich zu wandeln. Der Mensch macht sich zum Thema Nachhaltigkeit mehr Gedanken denn je. Natürlich bleibt dieses Thema auch bei der Fischerei nicht aus. Doch was tun, um nachhaltige Fischerei zu betreiben? Gänzlicher Verzicht? Weitermachen wie bisher? Unsere Gewässer sind nicht fischleer. Ruchfische gibt es mehr denn je. Und mit Sicherheit können wir mit etwas Arbeit und kulinarischer Kreativität auch diesen Fisch verwerten. Ein Umdenken findet bereits statt. Immer mehr Restaurants bieten nun einheimische Ruchfischspezialitäten an. Mit großem Erfolg. Nachhaltiger Fischkonsum für die nächsten Jahre? Unserer Meinung nach durchaus möglich. Die Lösung liegt vielleicht direkt vor unserer Haustüre, in den Tiefen unserer Gewässer. Gut, also nach dem allgemeinen Film, nach dem Alet-Potpourri, habe ich Fische natürlich genutzt und habe da meine Bands, die ich am Morgen angefangen habe zu produzieren, frische Hamburger-Bands, die habe ich schon fertig gemacht. Die lassen wir jetzt im Moment abstehen. Übrigens, das ist ein Rezept, das ich mit Andreas Caminata noch empfunden habe, weil ich habe ihn letztens gesehen auf dem Gourmet-Channel und habe es dann ein bisschen angepasst mit mir. Was ich vor allem auch anpassen tue, ist, dass ich anstatt Sesam nehmen wir mal ein bisschen Raps, wo wir hier in der Region haben. Das macht Sinn. Und die würde ich jetzt ein bisschen auskühlen lassen, ein Moment. Wir halbieren sie noch. Und wie es gehört, für den Hamburger tun wir den, bevor wir schicken, auch noch schnell ein Moment angrillieren. Ich habe auch, um die ganze Geschichte ein bisschen malzig zu machen, habe ich ein bisschen Malzbier drin, es hat ein bisschen Butter drin. Das ist ein ganz einfaches Rezept. Wer es wünscht, der kann es dann über den Schweizerischen Fischereiverband kommen. Wird, dann tun wir es auf die Webseite, damit der Kreis dann geschlossen ist. Ja, geht's? Wie ich es vorher angetönt habe, sind Mäcki und ich auf den Rhein gegangen, haben gefischt und haben uns dort auf die Fahne geschrieben, wir probieren wirklich mit dem grossen bösen Messer auf dem Rhein direkt unseren Fisch zu filetieren, den Wohlfahrt zu lassen. Und haben dann in seinem Blumenkistengrill, wo wir das Schiff anhängt, den Mäcki eingebaut, haben wir ihn wirklich, last not least, sogar noch auf dem Rhein grilliert. Es war ein wunderschöner Tag, wunderschönes Wetter, ich habe mir die Glatze da drin, es war herrlich. Und der Marco Graf, Graf Media, hat ein Top-Video gemacht über den Tag, hat alles zusammengeschnitten. Ich habe nachher erst, als ich die Rohfassung gesehen habe, ich gesehen, was wir alles abgelaufen haben. Der Tag war richtig cool. Darum würde ich euch gerne einladen zum Zusammenschnitt von dem Video, wenn die Technik bereit ist, geht auch noch anzuschauen. Ich hoffe, es hat zwei Leute gesagt, der Ton sei nicht okay gewesen. Das ist immer die grosse Herausforderung. Auf Zoom braucht es immer ein paar spezielle Einstellungen. Ihr seht, wir wachsen immer. Wir lassen euch jetzt das zweite Video laufen und wünschen euch viel Spass mit unseren Bildern vom Rhein.
wir machen jetzt weiter. Jetzt haben wir das Kochvideo einfach zumindest die Bilder mal gesehen, wie es funktioniert. Und jetzt kommt mein Kollege, wir zwei sind etwas breiter und machen es nur alle Lieder hier hinter dem Tisch. Der René ist wieder sehr charmant heute. Ja, ich sage ja, wir zwei. Also, so, gut. Fangen wir an. Wir sind hier auf Fischen, wie ihr gesehen habt. Wir haben hier wieder Alette gefangen. Wunderbare Alette. Ihr kennt ja, unser Ziel ist, einheimische Fisch, Rauchfisch zu verwerten und irgendwie jetzt gut zu präsentieren. Und das ist nicht immer ganz einfach. Wir wissen, der Rauchfisch hat sehr viel Gröte im Fleisch, innen Y-Gröte, die wir nicht mit den Pinzetten rausnehmen können. Darum müssen wir beim Rauchfisch ein bisschen anders agieren, wir müssen den Rauchfisch ein bisschen anders vorbereiten. Früher, vor 20 Jahren, hat man seine Äschen noch können, die Schafuse am Rhein bröteln. Schön auf Stückchen draufdingen, bröteln und dann hat man einen wunderbaren Fisch gehabt, den man können essen. Beim Alet macht das nicht so Spass, weil Alet hat viel Gröte und da hat man das Gefühl, man beißt in eine Kuchenküsse rein. Es gibt aber Methoden, wie man den Alet an einem Feuer zubereiten kann. Ich habe das selber ausprobiert bei uns am Fischerhöck in Schaffhausen. Wir haben einen Wolf mitgenommen, den wir einfach drehen konnten. Und dann haben wir alle Zutaten mitgenommen und dann haben wir direkt nach dem Fischen haben wir nachher die Burger gemacht mit dem Rauchfisch. Das war natürlich mega glatt, gute Flasche Wein dazu. Wunderbare Burger dazu. He? Gut, die Burger machen wir jetzt zusammen schnell. René hat die wunderbaren Buns gemacht. Und das Ziel ist, dass der René und ich miteinander fertig werden. Der René tut uns dann grillieren auf dem Grill. Und wir tun es dann anrichten und ja, probieren es aus, kochen mit. Ich tue noch mal schnell den Alet für die Tiere zeigen. Beim Alet ist klar, wir gehen bei der Forelle, vorne bei den Kiemen. Gehen wir rein. Dass wir hier einen Anfang haben. Und dann. Gehen wir hier beim Rückgrat. Gehen wir führen. Ich filetiere den Alet ein bisschen anders bei einer Forelle oder bei einer Äsche. Bis hier zu der Afterflosse. Bei der Afterflosse stiche ich durch mit dem Messer und dann ziehe ich hinten bis zum Schwanz. Und dann sehen wir hier, sind wir schön auf der Rippe drauf. Ja, wunderbar. Und jetzt können wir hier schön mit dem Filetiermesser schön die Rippen runterziehen. Ich tue den auch nicht entschuppen. Das spare ich mir, weil ich ziehe noch einen sowieso Tut ab vom Alet. Am allerbesten geht ein Alet für die Tiere, wenn er einen Tag lang im Kühlschrank war. Dann ist die Muskelstarre ein bisschen. Jetzt haben wir Fragen. Aber nur ich habe so, Dani. Dann haben wir hier ein wunderbares Aletfilet. Ja? So, genau. Kann man auch wunderbar irgendwo am Wasser machen, wenn man irgendwo ein Brettchen mitnimmt und ein Filetiermesser hat, dann ist das kein Problem. Genau das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Da gehen wir auch wieder beim Rucken runter. Im Auto gehen wir durch. Dann filetieren wir hier wieder. Der Alet. Wunderbarer Alet. So, dann nehmen wir hier zwei Aletfilet. Wenn ihr seht, braucht er relativ viel, gibt da relativ viel Abfall. Wir reden hier von einem Drittel Fisch. Und etwa zwei Drittel Verlust. Also, weißt, da muss man ganz klar sagen, der Rauchfisch hat extrem viel Filetierverlust. Aber wenn man ihn schön filetiert, es der gibt da relativ viel Abfall. So, schauen wir, dass wir hier einen schönen Arbeitsplatz haben. Das können wir hier machen, in der Natur ist das gleich. Einfach schauen, wenn ihr in der Natur einen Fisch filetieren. Schaut, dass ihr dann die Schuppen wieder wegnehmt und dass ihr tut und alles und den Fisch nicht einfach irgendwo hin dürft.
Nicht, dass der irgendwo vor sich her fault. Wenn, dann tun wir irgendwo im Wald, dass der Fuchs Freude hat oder der Dachs. Und dann gut vergraben. Hm? Gut, und jetzt tun wir hier bei den Filet eine Tut abziehen. So, und dann nehmen wir hier ein wunderbares Alette-Filet. Ja? So. Das gleiche machen wir mit der anderen Seite. Tut abziehen. So, Adeli. Wunderbares Brettchen hat der René hier. Da macht richtig Spass, um so zu arbeiten. Da haben wir noch ein paar Schuppen verteilen, damit er sich auch erinnern an mich, dass ich da war in einer Woche. Herr René. So. Jetzt haben wir hier die wunderbaren Alette-Filet. Es ist ganz wichtig, dass man schaut, dass in den Alette-Filet keine Schuppen mehr da hat. Wenn wir die Schuppen mit dem Fleischwolf gehen, dann verstopft der Fleischwolf und dann kommt nichts mehr durch. Und das ist dann ganz mühsam, wenn man den Fleischwolf alles wieder rausschrauben und der halbe Fisch drin ist. So, genau. Soll ich die ein bisschen verschneiden, dass sie besser in den Wolf hier gehen? Einfach so. Reif schneiden. So. Wunderbar. Mach mal zulassen, die. So. Wunderbare Streifen. Denn ich bin natürlich ein Fauler. Habe ich die Rübe noch halb durch den Fleischwolf durch. So. Bei den Zwiebeln. Zwiebeln tue ich gerne schneiden, weil wenn man Zwiebeln durch den Fleischwolf drückt, dann geht der Zwiebelsaft raus und die Zwiebeln schmecken einfach ganz anders, als wenn man sie fein gehackt hat. So, jetzt habe ich hier den Fleischwolf schon vorbereitet. Den mechanischen. Aber man kann es genauso gut machen mit einer Handkurbel. Ich stelle ihn jetzt an, jetzt wird es ein bisschen laut. Das sieht so aus. Wunderbar. Ich würde euch anraten, wenn ihr auf Fruchtfisch geht, fischen, dann euch einen Fleischwolf zu, dann kostet 150 Franken, dann habt ihr einen super Fleischwolf. So, jetzt Zwiebeln. Ich schneide gerne selber. Ich tue ihn nicht durch den Fleischwolf durch, da habe ich nicht gern, wenn der Zwiebelsaft rauskommt. Welche Lachscheibe nimmst du? Ich nehme die ganz fein, also die feinste Rosette nehme ich immer. Und wenn ich es für Gastronomie mache, tue ich es auch immer zweimal durch den Fleischwolf durchlassen, damit es auch wirklich keine Kräuter mehr drin hat. So, die Zwiebeln noch ein bisschen hacken. So, wunderbar. Stellen wir die da rein. Das ist wirklich keine Hexerei, haben alles dazu tun. Das Knoblauch auch, schön. Dann ich gerade mit dem Messer so klein machen, dann schnell ein bisschen hacken, unkompliziert. Ich mache das hier draußen, schön am Feuer. Da brauche ich nicht alles so perfekt sein. Jetzt ein bisschen durchhacken hier. So, wunderbar. Auch drin. So, und jetzt können wir natürlich spielen. Jetzt haben wir zum Beispiel Chili, ein bisschen Kräutchen, ein bisschen Ingwer drin tun. Wie es einem ist, was ich noch gerne drin habe, ist noch ein bisschen Essiggurke. Essiggurke gibt noch ein bisschen frischen Geschmack drin und eine gewisse Säure. Auch die lasse ich nicht gerne den Wolf haben, weil die verdruckt es noch schon. Ich würde die im Burger rein, damit ich die noch sehe, dass es Essiggurkenwürfel drin hat. So. Wunderbare Würfel. Wir haben wieder eine Frage aus dem Chat. Und zwar fragen Thomas Steppi, müssten bei einem Hecht
ca. 80 cm die Y-Geräte entfernt werden vor dem Wolfen. Ich als Spezialist denke natürlich auch, weil ich weiß, wie sie rausgehen. Aber ich meine, wenn du zweimal ablässt, was meinst du? Also wenn man den Hecht filetiert und man bringt die Y-Geräte raus mit diesem speziellen Schnitt, dann ist es fast schade, dass man es durch den Fleischwolf durchlässt. Oder dann kann man ganz so gut irgendwie Hechtsteig machen oder Hechtschnitzel. Aber grundsätzlich kann man den Hecht auch gleich durchlassen, wie er alle hat, wenn es die Y-Geräte drin sind. Das macht nichts. Gut ist, wenn man das Filet vorher, eben so wie ich es jetzt gemacht habe, ein bisschen verschneidet, damit das ganze Filet zusammen ist und das Geräte schon mal leicht verschnitten wird. Genau. Jetzt nehmen wir hier noch ein bisschen Frühlingszwiebeln rein, Cipollotti. Ein bisschen frische. So. Wunderbar. Dann, was ich immer noch gerne drin tue, ist ein bisschen Levetta drin. Da auch ein bisschen frische drin, das Ganze. Ganz ein bisschen Saft, das kommt auch immer gut. Ein bisschen Säure. Dann haben wir hier noch ein bisschen Ingwer. Ingwer, ich liebe Ingwer. Ingwer ist gut. Sehr gesund, Ingwer. Ingwer schälen, nimmt man einen Löffel. Und dann schält man einfach mit dem Löffel. Schält man da runter. Ja, wunderbar, geht da. Dann kann man den Ingwer schön schälen mit dem Löffel. Und dann hat man noch den Ingwer ohne Schalen. Und Ingwer ist sehr gesund, also wirklich. So. Dann der Ingwer, den haben wir einfach ein bisschen drin, für den Geschmack. Nicht nur so viel, dass es drin hat, aber dass es nicht gerade raus schmeckt. Ich will nicht, dass der Burger nachher noch Ingwer schmeckt. Ich will auch nicht, dass der Burger nachher noch sauer ist. Sondern einfach ein bisschen für den Geschmack. Dann tun wir noch ein bisschen Peperoncini hier, ein bisschen für die Schärfe. Gerade mit den Kernen. Hier nicht so viel Bums wie der Chili, das geht gut. Gerade ein bisschen klein hacken. Nicht, dass man drauf beißt, auf so einem ganzen Chili-Ding. So. Auch dazu. Dann, was natürlich nicht fehlen, sind ein bisschen frische Kräutchen. Ich habe gerne ein bisschen Dill drin, ein bisschen Thymian. Dann haben wir hier noch ein bisschen Salbei. Auch da ganz unkompliziert. Mit dem Thymian noch ganz grün ist der Stiel, dann kann man den gut mithacken, da passiert gar nichts. Wenn er holzig ist, der Stiel, dann würde ich den Stiel entfernen und würde schön Blätter wegzupfen vom Thymian. Ne? Schön alle Kräutchen miteinander zusammenhacken. So. Wunderbar. Jetzt wollen wir durchhacken, damit sie ein bisschen fein sind. Wobei, man muss auch nicht übertreiben. Ich finde es auch noch lässig, wenn man ein bisschen sieht, dass das Kräutchen drin hat. So. Wunderbar. So, gut. Jetzt haben wir alles in dieser Masse drin, die wir brauchen. Was ich noch gerne drin tue, ist ein bisschen Pommery-Senf. Gibt ganz feinen Geschmack drin. Beste Kopf, körniger Senf. Zwei Esslöffel, der langt. Dann natürlich Salz. Schön Meersalz. Da muss man auch nicht sparen. Bruchfisch oder allgemein Süßwasserfisch braucht ein bisschen mehr Salz. Weder Meerwasserfisch. Dann Pfeffer. Bringe ich den Pfeffer drin. Genau. Und dann habe ich hier noch Toastbrot eingeweicht. Ein bisschen Milch. Ich würde auch empfehlen, also ihr könnt auch als Brot nehmen zum Beispiel, wenn ihr Zopfen oder Weißbrot. Dann dürft ihr trocknen lassen. Und dann tun das trocken mitnehmen, dann sie Wasser einweichen oder in Milch und dann tun das drunter. Je mehr Brot das drunter hat, je fluffiger wird der Burger. Ja. Genau, das ist eine super Resteverwertung. Jetzt tun wir da drin.
Milch habe ich abgeschöpft. Und jetzt ist wichtig, dass man die ganze Masse homogen verrührt. Wirklich alles überall hat. Und da muss jetzt eine richtig schöne Fischbürgermasse geben. Gut, wunderbar. Okay. Jetzt würden wir euch noch schnell einen Clip einspielen. Und zwar den Clip vom Rauchfischfischen, wo wir nachher die Burger auf dem Boot gemacht haben. Gut, jetzt habe ich hier das Sägemesser parat und tue die Bands noch einrichten, für die, die wir frisch gebacken haben vorher. Ich hoffe, ihr habt gesehen, wie man es auf dem Wasser gemacht hat. Auch dort haben wir natürlich die Bands mitgenommen. So, und jetzt gehen wir in unseren garstigen. Uiuiui, da regnet aber wieder. Gut, doch, auf meinem Aussendreh kommt es natürlich richtig pissen, oder? Wenn schon. Aber wir sind ja. Wir sind ja Fischer, oder? Halleluja! Jetzt ist richtig Action angesagt, da. Auf dem Grill, hä? Kein Problem. Wir hauen unsere alle Burger hier auf den Grill und hoffen, das Eiweiß wirklich so im versprochenen Rahmen binden tut. Und die müssen wir ja nur ganz kurz ein bisschen angrillieren, die Bands. Denen müssen wir einfach ein bisschen Röstaromen geben. Die werden jetzt hier getränkt. Ja, das ist eben live, oder? Das ist absolute Live-Show, oder? Zuerst ist der Ton weg und jetzt pisst es mich voll. Und das gehört dazu, das ist eben genau da. Und jetzt dürft ihr da vielleicht einfach ganz schnell reinnehmen, ein bisschen gut. Und jetzt gehen wir da einfach voll gut, dass es ein bisschen kuschelig wird. Oder es wird dann ein bisschen wärmer. Da kommt eine Hochzeit, hä? Wünsch Glück. Genau. Ja, ich glaube, der Mäcki hat das auch gut gemacht. Der kommt, glaub, gar nicht schlecht. Gibt den da auch wieder die Bands rein, wenn dann die Hochzeit vorbei ist. Ja, ich habe jetzt einen Rätschmeister von mir. Ja. Ja, ja. Wichtig ist, wenn ihr das Gefühl habt, auch beim Fisch, wenn ihr das Gefühl habt, dass es klebt, dann geben wir eine Chance, dann geben wir ein bisschen Zeit. Weil das Eiweiß muss zuerst ein bisschen fest werden und dann geht es meistens gut. Kannst du mir den Metallschwachen noch ein bisschen? Kann man natürlich auch selber machen. Mayonnaise selber aufziehen mit Eigelb und Öl, mit Chili, ganz viel hacken, reintun. Aber probiert es mal aus, das ist noch recht geil, muss ich sagen. Dann tun wir hier schon mal ein bisschen unten her.
bisschen von dieser Chili-Mayonnaise. Dann tun wir hier einen Essigglöckchen drauf. Ein bisschen Zwiebelringli. Etwas Schönes, wenn wir schon Zwiebeln haben. Nehmen wir dann noch ein bisschen Zwiebeln. So. Dann werden wir die wunderbar schon mal anrichten. So, jetzt habe ich noch etwas vorbereitet, damit wir nicht alle Freude haben. Und zwar ein Avocado-Fächer. Schau jetzt. Ja, willst du da noch etwas dazu sagen? Nein, jetzt kommt er da unser Ding, das wir zusammengeschissen haben wegen dem Felchenkaviar. Kommt er mit Avocados? Ja, eben. Auch das soll erlaubt sein. Wir machen Guacamole übrigens zum Beispiel. Also mein Sohn hat ein super Rezept kreiert. Wir machen Guacamole aus Erbsli. Hätte man da natürlich auch reinstreichen können. Dann wäre auch wieder bei deinem Rauchfisch Öko-Gedanken. Genau. Was Spass macht, soll erlaubt sein. Aber ich denke, die müssen noch Revanche geben vom Felchenkaviar. Ein bisschen Olivenöl dran. Dann ein bisschen Meersalz. Und ein bisschen Pfeffer. So, dann tun wir die Avocado anrichten hier. Fleischwolf mit, den ihr drehen könnt und probiert da aus am Feuer. Ich meine, das ist etwas Lässiges, wir haben das gemacht bei uns. Dazu feine Fischerei, passend, alle die Fischerei, oder? Ich meine, kann man bestellen, online. Wir können einen Haras bestellen, wenn ein paar Leute sind, oder? Und dann könnt ihr hier die lässigen Burger machen, schön am Feuer. Wunderbar. Jetzt haben wir hier den Burger, den der René gemacht hat. Dann haben wir hier noch ein bisschen Sweet Chili Soße drauf. Ein bisschen Rucola. Fürs Auge. So. Ist nicht ganz easy gewesen. Weil die Masse ist recht tricky. Ja, jetzt bin ich wieder zu gut, gell René? Nein, ich habe gesagt. Nein, überhaupt nicht. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Rucola drauf. So, das Deckel drauf. So, wunderbar. Dann wäre da noch der Hochfischburger. René, darf ich dich einladen von Levi? Wunderbar. So, ich hole mal meinen Spickfühl, was wir alles gesagt haben. Zum Wohl, René. Zum Wohl, Mecki. Danke vielmals. Hochfischburger, den wir hier gemacht haben. Nächstes Mal, das nächste Webinar ist im November. Dort ist dann so ein bisschen das Thema Fine Dining. Genau, am 27. November. Wir lassen uns hier für euch gerne etwas einfallen. Es ist ja dann vorweihnachtliche Zeit. Wir haben jetzt ganz am Anfang haben wir mal den Anton Mosimann aufs Boot geholt und haben gezeigt, dass wir ein Rezept aus der Sterneküche genauso kann ummünzen kann auf ein einfaches Rauchfisch. Rezept, respektive denke ich, dass die Ökobilanz von einem Rauchfisch ganz sicher viel, viel besser ist als von einem Yellow Tuna oder irgendetwas. Und da haben wir uns einfach auf der Fahne
geschrieben und wir gehen nicht auf, um auch an unserem Weihnachts Webinar, wo wir dann wirklich probieren, dann mal noch einen Schritt ins Feindein hineinzumachen. Nicht nur technisch top Voraussetzungen zu schaffen, sondern auch wirklich noch ein paar gute Tipps geben, wo wir dann vielleicht unter dem Christbaum, das ist unser Ziel, dass unter dem Christbaum dann auch noch ein Rauchfisch liegt. Also ich möchte nicht unterlassen, Marco Graf, der ist nicht jetzt, den müssen wir noch ein bisschen anlegen. Herzlichen Dank für die Technik. Er ist seit 12 Tagen jetzt vorbereitet und nichtsdestotrotz sind wir den Typen der Technik ausgeliefert. Ihr wisst aber, das ganze Video wird zusammengeschnitten und auf YouTube könnt ihr dann den perfekten Ablauf mit den wunderbaren Videos, mit den Live-Aufnahmen, die er gemacht hat, auf dem Rhein, der Marco. Ja, in dem Sinn wünschen wir euch noch einen hoffentlich nicht mehr so regnerischen Ausklang von unserem Tag der Fischerei. Geniessen es alle und die Kollegen und recht einen schönen Abend und bis zum 27. November. Genau. Tschüss. Ciao miteinander. Danke vielmals.